Biathlon trifft Motorsport. Sven Fischer begrüßt Martin Tomczyk zu einem Rollentausch der besonderen Art. Am Rande der Weltmeisterschaft in Ruppolding führt der siebenmalige Weltmeister den DTM-Champion in die Geheimnisse des Biathlon-Sports ein. Also beim Stehenschießen ist ganz entscheidend, dass du versuchst, die Waffe, die du jetzt hast, direkt über den Körperschwerpunkt zu bekommen. Das heißt, wenn du da stehst, okay, hast die Waffe, dass du das praktisch so ruhig wie möglich, dass du ein bisschen ins Hohlkreuz gehst, ein bisschen nach hinten. Martin Tomczyk setzt die Tipps des Experten sofort um und beweist, dass er nicht nur einen Bleifuß, sondern auch ein ruhiges Händchen und ein gutes Auge hat. Wenn man hier mit hohem Puls ankommt und das dann kombinieren muss mit der Genauigkeit, die man eben haben muss beim Schießen, das ist einfach die Herausforderung. Und mir fiel es schon schwer, auch ohne hohem Puls wirklich genau die Scheiben zu treffen. Aber da weiß man schon, was die Athleten hier leisten. Ein, wenn ich das so sagen darf, gelehriger Schüler und hat schnell gelernt. Und was mich auch verblüfft hat, war beim Stehenschießen, wo man die Muskulatur auch braucht und auch viel Erfahrung, hat er auch doch einiges getroffen. Und ja, ein kleines Talent, kann man schon mal sagen. Dann wird der Spieß umgedreht. Sven Fischer ist Beifahrer im BMW 650 iCoupé X-Drive auf dem Weg hinauf zur 1160 Meter hochgelegenen Winkelmoosalm. Die schneebedeckte Bergstraße kommt BMW-Werkspilot Tomczyk und seinem Kraftpaket gerade recht. Du merkst das Allradsystem bei BMW, das X-Drive, das ist ein intelligentes, das verteilt ja extrem die Last auf die verschiedenen Räder. Ja. Und wenn du jetzt einen Schluck hast, dann regelt er sofort rein. Danach darf auch Sven Fischer an Steuer und macht dabei eine ebenso gute Figur. Dritte Station ist der BMW X-Drive Parcours. Dort stößt auch noch Wintersportlegende Ole Einar Bjørndalen hinzu. Mit viel Gefühl lenkt der Rekordweltmeister und BMW-Biathlon-Botschafter aus Norwegen einen X3 über die Hindernisse. Eine willkommene Abwechslung zum Training während der Weltmeisterschaft. Die Fahrt war interessant, ein bisschen spannend und ja, schwierige Parcours. Und ja, aber das Auto schafft alles und es ist eigentlich Wahnsinn, was der drüber fahren kann.